aus der zweiten. Gemeinsam aus der ersten Startreihe. Noch ist es nicht richtig eingeblendet. Wir bekommen jetzt erstmal natürlich auch im Livestream unsere Sponsoren. So soll es sein. 28 Pilotinnen und Piloten sind dabei. Bas Jansen und Luca Thiel aus Reihe Nummer 2 vor Julian Sendnecker und Levio Fischer, Tom Muller und Leander Luke Schneider. So ist es richtig in der vierten Startreihe. Reihe 5 wird dann gebildet durch Alexander Vermeulen und Leon Rau. Lassen sich nicht verunsichern. Auf den Bildschirmen wird Leander Luke Schneider in Pole Position gezeigt. Das ist nicht richtig. Er wird da nicht vorne starten. Luisa Kahler und Leon Vakula in der sechsten Startreihe. Reihe 7, Michael Endres und Jordi Smits. Vor Lukas Renze und Taigo Mannes, Jenny Gimpel und Luciano Schneider in Reihe Nummer 9. Das Feld kommt jetzt durch die Korridore hindurchgefahren. Die Ampel ist noch auf Rot geschaltet, geht jetzt auf Start, also freigegeben. Auf geht die Reise mit Montego Maaßen und Nico Handke in der ersten Startreihe. Wir sehen Handke, der es außen herum versucht hat, beim Start gleich mal Montego Maaßen niederzuringen. Scheint auch gelungen zu sein. Handke nämlich in der führenden Position. Es gibt eine gelbe Flagge, weil im hinteren Bereich des Feldes tatsächlich zwei Fahrzeuge in einer Kollision verwickelt waren. Und es ist nicht mal Nico Handke und auch nicht Montego Maaßen in der Führung. Maaßen Zweiter. Und Handke in der dritten Position. Es müsste dann Luca Thiel sein, der dieses Feld hier anführt. Mit der 399, genauso ist es. Kommt jetzt hier als Spitzenreiter aus Runde Nummer 1 wieder zurück auf Start und Ziel. Montego Maaßen setzt sich jetzt erst einmal durch gegen Thiel. Und kämpft sich damit wieder zurück in die führende Position. Thiel damit Zweiter hinter Maaßen und vor Nico Handke. In Position 4 dann der Niederländer Bas Jansen. Leo Fischer und Julian Sendnecker auf 5 und 6. Da sind auch die 6, die da vorne an der Spitze im Moment das Tempo angeben dürfen. Und gerade die ersten 3 sind sich da noch überhaupt nicht einig. Dreher von der 326. Und auch dahinter hat sich noch einer gedreht. Also die 326, das war Jason Krajewski und die 350 war da auch mit dran beteiligt. Das war dann Taigo Mannes. Sind da beide zurückgefallen. In der Mutkurve gab es da die Komplikation. Handke führt das Rennen jetzt an, weil uns Montego Maaßen nur noch an der 5. Position angezeigt wird. Kämpft sich da jetzt zwar wieder zurück an Position 3, aber hat die Führung natürlich erst einmal verloren. An Nico Handke und auch an Bas Jansen. Der Zweitplatzierter ist. Dann Maaßen auf 3. Vierter ist dann Luca Thiel. Kann sich Maaßen da wieder heranpirschen an Handke und Jansen. Wir sehen auch einen starken Tom Muller hier auf den ersten Metern. Sechste Position, direkt hinter Leander Luke Schneider. An Position 5 liegend, Luca Thiel Vierter. Die Top 5 Platzierung, das war das, was sich Tom Müller zum Wochenende hin vorgenommen hat. Also auf gutem Wege, diese auch zu erreichen. Ist nämlich vorbeigegangen an Leander Luke Schneider.
Wild, das Duell Schneider, Fischer, Sedlicker und Rauch. Direkt hinter Tom Müller. Da geht es um die sechste Position. Montego Maaßen hat sich übrigens wieder in die zweite Position vorgefahren. Hier sehen wir es im Bild. Vorbei an Bas Jansen. Wird jetzt die Verfolgungsjagd wieder aufnehmen. In Richtung Nico Handke. Rundenzeitenvergleich spricht im Moment für Montego Maaßen, der mit 44,9 der einzige ist, der unter 45 Sekunden fahren kann. Vergleichsweise dazu der Spitzenreiter mit einer 45,3 unterwegs. Und tatsächlich auch in dieser Runde hat er sich da deutlich näher herangekämpft. Wieder unter 45 Sekunden gefahren, wieder knappe 3/10 schneller als Nico Handke. Anfahrt Richtung Mutkurve. Da bleibt er erstmal dahinter. Der Sieger des gestrigen Laufes. Wann kommt der Angriff? Vielleicht sogar jetzt schon. Anfahrt Richtung Kurve 2. Setzt er sich innen daneben und holt sich die Führung zurück von Nico Handke. Maaßen also wieder vorne zu finden in diesem Rennen. Dahinter Bas Jansen und Luca Thiel auf 3 und 4. Fünfter Tom Müller, der aber jetzt sogar vorbeigegangen ist an Luca Thiel, also sogar die vierte Position übernommen hat. Den nächsten, den er gerne ärgern würde, wäre dann Bas Jansen mit der 331. Der dann in der dritten Position liegt, 1,2 Sekunden vor von Müller. Und es ist auch Julian Sedlicker an Nevio Fischer vorbeigegangen. Sedlicker, der Österreicher, jetzt an der sechsten Position geführt. Und wir sehen gleich, wie sich Montego Maaßen da absetzen kann. Das ist ein ganzes Stück und da gibt es die Kollision. Bei Anbremsen auf Kurve 3. Das müsste auch im Mittelfeld wieder gewesen sein, so rund um die 10., 11., 12. Position. Mal abwarten, wenn sie hier bei Start und Ziel vorbeikommen. Wen es da erwischt hatte. Vorne die ersten kommen ganz normal durch. Und tatsächlich sind es Leon Rau und Leander Luke Schneider gewesen. 8. und 9. Position. Für Schneider überhaupt kein Rennen, das nach Plan läuft. Ganz im Gegenteil. Ist da zwischendurch an die 10. Position zurückgereicht worden, dann wieder vorgefahren. Kann zwar weiterfahren, 19. ist er jetzt. Für Leon Rau die 25. Position. Die ersten Positionen scheinen so ein bisschen jetzt belegt zu sein.
bis Julian Sendnicker. Bis zum Sechstplatzierten sind da keine großartigen Kämpfe aktuell zu erwarten. Immer mit Respekt, Abstand unterwegs. Es kommt der Spitzenreiter, hier im Bild eingefangen. Führt das Seniorrennen an. Es ist sein Debütjahr bei den Senioren. Ja gut, ist letztes Jahr noch ein Rennen in der Clubsport, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Senioren gefahren, Montego Maaßen. Aber eine volle Saison ist dies jetzt hier sein Debütjahr bei den Senioren. Und ist auf bestem Wege, nachdem er gestern schon gewinnen konnte, auch jetzt wieder ganz, ganz weit vorne dabei zu sein. Montego Maaßen. Als Fünftplatzierter in der Meisterschaft nach Kerpen gereist. Gestern schon wichtige Punkte mitgenommen. 55 an der Zahl. Der Tabellenführer Austin Lee tut sich hier in Kerpen extrem schwer. Im Moment nur an der 11. Position rangierend. Auch da wäre vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Der amtierende Vize-Champion in der Seniorklasse, Austin Lee. Musste sich ja im letzten Jahr gegen Janne Stierk am Ende geschlagen geben. Bilder bleiben auf dem Spitzenreiter. 2 Minuten vor Schluss. So einen richtigen Kampf, den erwarten wir hier nicht mehr wirklich. An den vorderen Platzierungen zumindest. Vielleicht Luca Thiel, der da angegriffen werden könnte von Julian Sendnicker. Ist da bis auf eine halbe Sekunde herangefahren. 4 Zehntel allein in der letzten Runde. Das werden noch 3 Runden werden jetzt. Montego Maaßen fährt seinem 2. Saisonerfolg hier entgegen. Nachdem Platz 3 in Wackersdorf das Beste bisher war, beim 1. Rennen, scheint er hier in Kerpen mehr als nur in Tritt geraten zu sein. Nimmt hier, so wie es aussieht, den 110. Punkt mit an diesem Wochenende. Auch Nevio Fischer, der Tabellenzweite, Platz 8 mehr als bedient. Juri Tenev ist ausgeschieden in diesem Lauf. Luca Thiel hatte auch nur einen Punkt Rückstand. Also im Moment sieht alles danach aus, als könnte hier tatsächlich Montego Maaßen ganz vorne in der Meisterschaft mit angreifen.
Und durch diese wichtigen Punkte vielleicht sogar Austin Lee wieder richtig unter Druck setzen. Es ist ein bisschen verkehrte Welt, möchte man fast sagen. Und vorne, der Einzige, der vorne wirklich mitfährt aus dieser Spitzengruppe, ist Montego Maaßen. Luca Thiel, ja, als Fünftplatzierter auch noch. Der Tabellenzweite eben erst an der 8. Position. Der Tabellenführer sogar nur auf Rang 10. Maaßen sieht schwarz-weiß kariert und gewinnt diesen Lauf Nummer 2 am Wochenende. Souverän vor Nico Handke und Bas Jansen. Tom Muller vor Julian Setnicker, der sogar noch Luca Thiel am Ende den Rang abläuft. Und sich somit die 5. Position erkämpfen konnte. Für Luca Thiel ist es dann eben Rang 6. Forzino Falke, Nevio Fischer und Jenny Gimple auf Position 9. 10. Dann Austin Lee. Wird dann aus der 5. Startreihe im 3. Rennen an den Start gehen dürfen. 14.49 Uhr die angesetzte Startzeit. Und wir blicken auf das Gesamtresultat noch einmal. Kraft Motorsport und 3G Racing auf 1 und 2. Mit Maaßen und Handke vor Jansen, Muller von 42 Competition, Julian Setnicker, der Österreicher, auf 5 von CV Performance Group. Dann Kraft Motorsport in der 6. Position mit Luca Thiel.